Rund 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Nordex-Rotorblattwerks in Rostock sowie eines betroffenen Logistikunternehmens haben am 11. April vor dem Werkstor des Windkraftanlagenherstellers gegen die Schließung des Standortes demonstriert. Rückenwind bekamen sie durch die IG Metall. Die Gewerkschaft versucht, die 530 Arbeitsplätze durch die Gewinnung neuer Investoren zu retten. Ihre Forderungen sind eindeutig. Und letztlich geht es darum, dass Nordex eine Abfindungsregelung schafft für die Kollegen, die auch wertschätzend ist und nicht den Quatsch, den sie bisher angeboten haben. B, müssen sie die Hallen und Gebäude freigeben für andere Investoren und Arbeitgeber, damit wir Alternativen auch aktiv suchen können, weil es geht ja nur, wenn Nordex auch sozusagen veräußert. Und C ist, wir werden eine Transfergesellschaft brauchen, weil wir nicht, egal welchen Arbeitgeber wir finden werden für die Zukunft, der wird nicht zum 1.7. hier einsteigen können. Da werden gewisse Umbaumaßnahmen da sein und deswegen müssen wir Zeit gewinnen, das geht nur mit der Transfergesellschaft. Nordex hatte am 28. Februar angekündigt, die Produktion von Rotorblättern in der Hinrichshäger Straße in Rostock einzustellen. Zum 30. Juni 2022 soll das Werk schließen. Begründet wurde der Schritt mit einem zunehmend herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld. Zudem soll sich die Nachfrage hin zu größeren Rotorblättern verschoben haben. Diese könnten in Rostock nicht hergestellt werden, so Nordex. Der Betriebsrat erhielt das erste Angebot von Nordex. Der Arbeitgeber hat uns ein Angebot vorgelegt, was sich an den Gesetzlichkeiten in Deutschland ein wenig orientiert. Das ist aber nicht das, was die Nordex in der Vergangenheit quasi den Mitarbeitern an finanziellen Mitteln beim Ausscheiden aus dem Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Es gab einige Programme im Vorfeld, wo wesentlich höhere Zahlungen getätigt wurden. Das ist eigentlich auch der Weg, wo wir wieder hinwollen. Das muss man dem Arbeitgeber hier auch nochmal ganz klar sagen. Und das ist definitiv das, was wir unseren Mitarbeitern hier auch am Standort einfach schuldig sind. Auch vom Sozialsenator und Rostocks zweitem stellvertretenden Oberbürgermeister klare Worte. Nein, die Stadt selber kann hier nur sehr begrenzt was tun. Wir können hier nur Erwartungen formulieren. Denn das Werk, vor dem wir hier stehen, gibt es auch deswegen, weil die Stadt seinerzeit zu akzeptablen Konditionen ermöglicht hat, dass Nordex das kaufen konnte. Wir haben den vierspurigen Ausbau der Zulieferungen vorgezogen. Wir haben ermöglicht, dass hier ein Windrad auf dem Werksgelände als Prototypentester dastehen kann und. Wir haben uns als Stadt für Nordex wirklich lang gemacht. Und wir haben noch einen zweiten Standort in der Südstadt, wo die Gondeln produziert werden. Und auch da ist es so, dass wir auf das Miteinander angewiesen sind. Und ehrlicherweise ist es für uns schon ein bisschen bedrückend zu sehen, dass der Konzern hier fragwürdige Entscheidungen einfach durchzusetzen versucht. Und wir können nur hoffen, dass der Konzern dann wenigstens bereit ist, das Werk an andere Interessenten kurzfristig zu fairen Preisen zu übergeben, damit hier erstens wieder viele Leute Arbeit finden und zweitens die Stadt natürlich auch wieder Gewerbesteuereinnahmen hat. Bleibt Nordex bei seinen Schließungsplänen, werden zum 30. Juni diesen Jahres die 530 Mitarbeiter des Rotorblattwerks in der Hinrichshäger Straße entlassen. Zukünftig sollen die Rotorblätter unter anderem in Indien hergestellt werden.